Die Entfernung von Organen und die Verstümmelung des Bauchraums weist auf jemanden mit anatomischen oder chirurgischen Kenntnissen hin. Die Brutalität ist charakteristisch. Getreu seinem etablierten Muster sind die Morde des Chesapeake Rippers konsequent theatralisch. Ruhe jetzt, okay? Ich spreche ein Stammtischgebet vor einer handgeschnitzten Satanisten-Antiquität. Nach dem Opferritus verzehr ich ein Lammrückensteak und klemm mir dann direkt das nächste via Parship.de. Blick in meine Seele und du brauchst ein Nachtsichtgerät. Ich bin kein Superheld, doch hab im Schrank ein Scharfrichter-Cape und eine Sense im Bambusholz des Feldmesserblocks. Jetzt sei du mir auch dein Ohr wie Abigail Hobbs und dann gib mir für meine Selbstlaudatio heftige Props. Du siehst in der Ferne aus dem Fenster mit Schloss heranstürmende Special Forces Tactical Ops in Richtung meines Herrenhaustores mit schwerem Geschoss. Die ersten Soldaten werfen mit Senfgasgranaten, doch betreten sie das Grün in meinem senfgleichen Garten. Reicht ein falscher Schritt auf eine scharfe Sprengfallenlade, um den Rest kümmert sich meine Rasensprinkleranlage. Und erwischen sie mich doch, dann lande ich auf der grünen Meile, wo ich mit Profiler, Mauerblümchen, Plauderstündchen halte. Unter Aufsicht des Staates. Guten Abend, Agent Starling. Erinnerungen sind, was ich als Aussicht noch habe. Mein Gesicht ist eine Totenmaske. Keine Erregung über der Prophylaxe. Mach ich es doch, dann werden Augenzeugen Gaumenfreuden und es rasiert wieder eine Welle Maul- und Klauenseuche. Liebe wie ein Vampir. Ich bin hier der Platzier, der sein Revier markiert. Mit niemandem packt hier. Vor seiner erbarmungslosen Manhunter-Methodik. So gefühlslos, auch mein Smartphone kennt keine Emojis. Ich bin ein Casanova-Antipol. Spiel ich mit Herzen dann als Kardiologie-Fachchirurg. Nicht zu bestreiten, dass dieser Pro-Ripper Charisma hat. Ich halte einen nackten Teil an einem Hostel in Bratislava und glorifiziere nur widerwärtige Triebe. So sorry, denn Liebeslieder sind wieder der Direktive und Antidepressiva sind für mich Superfood. Nachgespült wird in der Regel mit einer Kanne Jungfernblut als Flowertrunk. Schwer zu bekommen, doch ich bezahl dafür einen extra Preis. In etwa das Doppelte ihres Lohnes, das ist Fairtrade-Fleisch. Du leistest indessen den Klimawandel-Beitrag und pflanzt deinen Baum im Regenwald von Myanmar und Thailand. Ich säg ihn ab und ironischerweise nutze ich daraus entstehende Ressourcen danach für den Schaft der Streitaxt. Lass deine Augen zu Vögeln, ist Plätzchen schrumpfen. Wir spinnen deinen Kadaver als Höhlensysteme nutzen. Gegen mich wirken Wunderkinder wie Ungeziefer. Du bist der Killer. Ich schenk dir nach dem Tod einen Lufterfrischer. Du reizt meine Libido am meisten und dein Gnadenstoß für Untermenschen heißt für mich Zivilcourage zeigen. Mein Gesicht ist eine Totenmaske. Keine Erregung über der Prophylaxe. Mach ich es doch, dann werden Augenzeugen Gaumenfreuden und es rasiert wieder eine Welle Maul- und Klauenseuche. Liebe wie ein Vampir. Ich bin hier der Platzier, der sein Revier markiert. Mit niemandem packt hier. Vor seiner erbarmungslosen Manhunter-Methodik. So gefühlslos, auch mein Smartphone kennt keine Emojis. Mein Gesicht ist eine Totenmaske. Keine Erregung über der Prophylaxe. Mach ich es doch, dann werden Augenzeugen Gaumenfreuden und es rasiert wieder eine Welle Maul- und Klauenseuche. Liebe wie ein Vampir. Ich bin hier der Platzier, der sein Revier markiert. Mit niemandem packt hier. Vor seiner erbarmungslosen Manhunter-Methodik. So gefühlslos.